willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum Monitor. Wir haben Themen, damit Sie mitreden können. Unter anderem in der Zelle erstickt, lebensgefährliche Ausbildungslücken bei der Polizei. Ausgetrickst, wie PR-Agenturen Nachrichten machen. Papst Benedikt XVI. Hat für den Weltjugendtag in Köln einen Sonderablass ermöglicht. Wer mit entsprechender Gesinnung an mindestens einer Veranstaltung und dem Abschlussgottesdienst teilnimmt, dem können die zeitlichen Sündenstrafen erlassen werden. Das Fegefeuer kann sich also verkürzen. Klingt nach Mittelalter, aber in Köln soll ein anderes Bild vermittelt werden. Das Bild einer jungen Kirche im Aufbruch. Wohin eigentlich? Julia Friedrichs und Markus Zeitler haben Jugendgruppen besucht, die sich in diesen Tagen nach Köln aufmachen. Und auch solche jungen Katholiken, die beim Papsttreffen offiziell nicht erwünscht sind, weil sie nicht mit allem einverstanden sind, wofür der neue Papst aus Deutschland steht. Der Kölner Weltjugendtag, ein Forum für Ultrakonservative? Mega-Event, Mini-Kritik,